Ich stehe hier auf dem Landesparteitag von Schöneiche. Wir haben heute einen wichtigen Beschluss gefasst über die EU-Strukturförderung in Brandenburg. Wichtig deshalb, weil jetzt, während die Programme in den Amtsstuben der Landesregierung vorangebracht, aber ohne, dass die Bevölkerung beteiligt wird. Wir wollen erreichen, dass die Nichtregierungsorganisationen beteiligt werden, dass die Kommunen beteiligt werden, dass die Gewerkschaften beteiligt werden und gemeinsam überlegen, wo die wenigen Fonds, die Brandenburg bekommt, dann auch hingehen. Außerdem haben wir in dem Zusammenhang einen wichtigen Beschluss gefasst für das soziale Europa. Wir haben gesagt, dass der Europäische Sozialfonds einen entscheidenden Anteil an den Strukturfonds haben soll, nämlich 40%, wie die Kommission es auch vorschlägt. Und wir wollen, dass dieses Geld in die Armutsbekämpfung und in Bildung gesteckt wird. Große Chancen für das Land, mehr Geld für diese Bereiche. Das ist ein toller Erfolg, dieser Beschluss hier in Schöneiche.